Ich hatte eben schon gefragt, wer ist Lauterbach? Ist der faulste Abgeordnete, den ich jemals kennengelernt habe. Dürfen wir das zitieren? Das dürfen Sie gerne zitieren, weil ich das auch wirklich empörend finde. Der ist an den 120 Ausschusssitzungen, die wir mittlerweile hatten, vielleicht an 10 gewesen und dann jeweils 10 Minuten. Nein, das stimmt nicht. Na ja, komm, sehr viel mehr war nicht da. Der Punkt ist wirklich, der Mann, der steht ständig vor den Kameras, aber wenn es darum geht, Gesundheitspolitik konkret zu machen, nämlich vom Gesetzgeber her, dann findet er nicht statt. Ich will das nur mal ein Beispiel sagen. Er hat ja vehement gegen das Wettbewerbsstärkungsgesetz gekämpft und gesagt, dieses Reformgesetz kann er als Sozialdemokraten, Linker, überhaupt nicht mittragen, das muss er ablehnen. Und das galt für 7 weitere oder 6 weitere Abgeordnete der SPD, die dann geschlossen an dem Tag im Gesundheitsausschuss gefehlt haben, als es um die Endabstimmung ging. Hätten die nämlich mit uns gegen das Gesetz gestimmt, wäre es im Ausschuss tot gewesen. Da hätten wir nämlich eine Mehrheit gehabt. Ja, und deshalb durften die alle nicht teilnehmen. So viel zur Fernseh- und Medienwirksamkeit von bestimmten Leuten. Das geht mir schon fürchterlich auf den Senkel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber alle tapschend rein. Was Herrn Lauterbach angeht, präferiere ich einfach, den zu ignorieren. Jetzt kann man sich darüber beschweren, dass ich mich noch mit ihm auseinandersetzen müsste, aber das würde ihn unnötig aufwerten, ehrlich gesagt. Seine Bedeutung und sein Einfluss auf tatsächliche Gesundheitspolitik ist reziprok. Ja. Zu seiner öffentlichen Bekanntheit. So ist es. Und insofern habe ich nicht vor, den durch irgendeine Bemerkung zu adeln. Dem Thema werde ich die Diskussion mit dem Kollegen Lauterbach dann direkt versuchen zu führen. Und nicht vor irgendeiner Kammer. Das würden wir gerne erfahren, wie die Diskussion verläuft. Lieber nicht.